Hörverlag Serials. Habt ihr die To-Do-Liste für heute abgehakt? Wird's langweilig im Homeoffice? Verliert ihr zwischen Homeschooling und Fensterputzen langsam den Verstand? Wir haben was für euch. Augen zu, Kopfhörer auf die Ohren. Ihr hört Desperate Housewives, den Podcast aus der kreativen Quarantäne. Das ist Folge 2 mit Genia Lacher. Hi, hier ist wieder Anna aus dem Quarantänestudio. Beim letzten Mal war Melanie Rabe mit ihren kreativen Tipps für die Quarantäne zu Gast. Wir hoffen, dass ihr manche ihrer Vorschläge schon in die Tat umsetzen konntet. Ich zum Beispiel fand die Idee mit dem Gedichte auswendig lernen sehr schön und habe schon meine ganzen Gedichtbände aus dem Regal gefischt. Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Lyrik-Junkie. Na da lahm. Ich hätte aber auch noch eine schöne Anregung. Belebt doch einfach mal eine alte oder auch neue Brieffreundschaft. Ich schreibe zum Beispiel jeden Tag einer meiner besten Freundinnen eine Postkarte und sie mir. Mein Highlight des Tages ist gerade an den Briefkasten gehen und einen herzerwärmend lustigen Text vorzufinden. Und das Beste daran, das Ganze ist mit mindestens 3 Frischluftdosen verbunden. An den Briefkasten gehen, zum Postkasten gehen, zur Post gehen. So hat man echt den ganzen Tag was zu tun. So, jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Gast und das ist Genia Lacher. Genia und der Hörverlag. Das ist seit Beginn seiner Sprechertätigkeit für uns eine Love Story. Es gibt eigentlich keinen anderen, bei dem ich während Hörbuchaufnahmen so oft vor Lachen vom Stuhl gefallen bin. Und das Schönste, nach jedem Aufnahmetag mit ihm gibt's erstmal ein Bier, Genia schnappt sich die Studiogitarre und singt uns russische Lieder vor, denn er ist halber Russe. Er ist in Marzahn aufgewachsen, war Jungpionier und dann in den 90ern Genia from the Block, the whole shebang. Genia ist freier Schauspieler, davor war er lange Jahre Ensemblemitglied und Star des Münchner Residenztheaters. Und schon damals bin ich immer ins Theater gerannt, wenn er gespielt hat. Wegen ihm habe ich mir sogar Kleist, Tschechow und Pinter gegeben. Und das muss ein Schauspieler erstmal schaffen, dass diese Texte erträglich werden. Jetzt sitzt Genia gerade mit Freundin und Tochter zu Hause rum und weiß nicht, wohin mit seiner kreativen Energie. Und weil er so schön singen kann, haben wir ihn um ein virtuelles Wohnzimmerkonzert gebeten. Und Wunder, oh Wunder, wir konnten sogar Udo Lindenberg für einen Song gewinnen. Also, macht's euch mit einem Tee, einem Bier oder einem Wein gemütlich. Gute Unterhaltung mit unserem Lieblings-Genia. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wo immer ihr auch seid, was immer ihr gerade macht. Ich heiße Genia Lacher, ich bin Schauspieler und ich wurde vom Hörverlag gefragt, ob ich einen Podcast machen könnte und ich habe ja gesagt. Zum Thema Desperate Housewives. Naja, und nachdem ich Podcast mal gegoogelt habe und jetzt weiß, was das ist, da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich habe die Möglichkeit, 15 Minuten über mich selber zu reden, also eigentlich so wie immer, ja? Und okay, mal im Ernst. Ich habe mir überlegt, was? Und ich wollte früher mal Sänger werden und so. Und als ich nicht wusste, ob es mit dem Abi klappt, da wollte ich mal Sternekoch werden und so. Jetzt bin ich 32 Jahre, gut 42, Schauspieler und dank der Corona-Krise ganz mit mir alleine. Das ist furchtbar, mit mir alleine zu sein, für mich besonders, für die anderen ist noch schlimmer. Und ich wühle so von Einsamkeit getrieben, voller Langeweile in den Eingeweiden meiner Schränke und Kisten und Kästen und ich denke mir, oh mein Gott,
habe ich dann wirklich alles erreicht? Habe ich alle Rollen gespielt? Und das fühlt sich an wie Rente und werde ich noch gebraucht? Ja, und dann fange ich an, Kritiken früherer Inszenierungen zu lesen. Natürlich nur die guten, die schlechten, die liegen alle irgendwo im Perlacher Forst. Und dann schaue ich mir Fotos an, in denen ich in Kostüm und Maske schwitzend auf Bühnen stehe. Und übrigens rede ich deswegen so schnell, weil ich nur 15 Minuten, das habe ich schon gesagt. Ja, genau. Ja, und dann finde ich in den Kästen und Kisten ganz viele Texte, Songtexte, Gedichte. Dichter wollte ich übrigens auch mal werden. Und jetzt, wo mir die Leute vielleicht 15 Minuten freiwillig zuhören, habe ich die Möglichkeit, ein paar dieser Songs zu singen. Denn Schauspieler, die singen und Musik machen, die gibt's ja nicht. Ne? Das ist ja, sowas ist ja ganz neu. Und dieses eine erste kleine Liedelein, das erinnert mich an meine Studentenzeit in Rostock. 1900, das ist ja auch vollkommen egal. Also das war in der Doberaner Straße 99, in meiner kalten, unbeheizten, weil kalt und unbeheizt ungefähr das gleiche ist, Wohnung ohne Fernseher. Und ich habe mir ganz oft ein paar Teelichter angemacht, ein paar Bier aufgemacht, wenn ich das Geld dazu hatte, ganz viele Decken übergeworfen, weil mir so kalt war, das habe ich ja schon gesagt, und so ganz viel geweint. Natürlich habe ich sehr viel geweint in der Zeit, viele Zigaretten geraucht. Und dann habe ich ganz oft in die Fenster des Hauses gegenüber geschaut und davon handelt das erste Lied. Viel Spaß. Ich seh dir direkt in deine Fenster, aus dem Zimmer gegenüber, wo ich wohne. Siehst du mich, dann denkst du sicher, Gangster. Ich weiß zwar alles über dich, doch hab ich nichts gestohlen. Bist du traurig und du weinst, dann bin ich glücklich. Und ich tanze in meinem Zimmer auf und ab. Ich weiß nicht wieso, bist du traurig, bin ich froh. Doch wenn du richtig heulst, dann geht mir einer ab. Gestern Nachmittag verstapelt sich dein Bello. Diesen Köter hast du wirklich sehr geliebt. Und jetzt gibt mir dieser Pudel mit der flohverseuchten Nudel, tot wie rote Beete, nochmal Anlass zu einer Fete. Dass dein Freund dich heute versetzt hat, ist kein Zufall, obwohl ich daran nicht ganz unbeteiligt bin. Denn die angetrunkene Seele sitzt mit durchgeschnittener Kehle mit an meinem Fenster und ist hin. So geht dein schlimmster Tag denn endlich auch vorüber. Und lange brennt in deinem Zimmer Licht. Dass das Licht nicht ausgeht, merkst du erst ziemlich spät. Erst als überall Feuer ist, morgen werde ich dich vielleicht einmal besuchen. In dem Krankenhaus am Ende unserer Stadt. Im Gepäck hab ich einen frischen Hundekuchen. Und dann isst du dich erst einmal richtig satt in einem halben Jahr, wenn du wieder gesund bist und dir wieder eine neue Wohnung suchst. Stehe ich nicht in weiter Ferne, in alten Mietskaserne, und ich warte, bis du diesen Tag verfluchst. Vielleicht schaue ich auch bei ihnen mal vorbei. Vielleicht sehen sie mich am Fenster gegenüber. Bin der Typ mit dem Fernglas in der Hand, Mitte 20, ledig und eigentlich ein ganz Lieber. Also schlafen Sie mal gut und träumen Sie schön. Vielleicht war es ja heute auch Ihr letzter Tag. Und einen schönen weißen Flieder, ein paar lustige Stimmungslieder. Und ich stehe auch ganz bestimmt an Ihrem Grab. Ja, so, jetzt erstmal einen Tee. Oh ja, das ist gut, das ist ein guter Tee. Mhm. Ja, also inzwischen habe ich meine Gewaltfantasie ein bisschen besser im Griff. Naja, ist ja auch schon alles sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange her. Ja, ja. Das nächste Lied, das ist vielleicht 3 Jahre alt. Das ist aus einer Zeit, in der es mir, naja, freundlich ausgedrückt, nicht so prickelnd ging. Und es handelt von Momenten, die man vielleicht in dem Moment selbst verpasst hat. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Und das Lied heißt Was zählt? Das Einzige, was zählt, ist der Moment. Denk nicht drüber nach, du hast ihn längst verpennt. Das Einzige, was bleibt, ist dieses Lied, das ich irgendwann im Dezember schrieb. Plötzlich hauen die Tage ab wie Taxen, wenn man's eilig hat, und der Regen gibt den Rest dazu.
Ich hab doch noch so viel zu tun. Ich hatte doch immer noch so viel zu tun. Das Einzige, was bleibt, sind diese Fotos digital. Leider längst vergessen, wo das war. Das Meer ist blau, die Haut ist rot, wir beide Wodka klar. Grinsen wie verliebte Teenies in die Einwegkamera. Da war doch was, wann war denn das? Da hatten wir so richtig Spaß, doch irgendwie fällt mir nicht ein, warum. Wir hatten immer so viel zu tun. Wir hatten doch immer noch so viel zu tun. Ja? Papa, kannst du nicht mal was Richtiges spielen? Hä? Was denn? Baby und Tina. Boah, echt jetzt? Oh. Ja, aber ich mach's auf meine Weise, ja? Echt jetzt? Ja, warte. Hufe klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben. Boah, ist das schlecht. Über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? So schlecht. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind und sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Yeah. Weil sie Freunde sind. Aber so geht es doch gar nicht. Ja, aber ist doch viel schöner so, oder? Gar nicht. Jetzt raus hier, Papa macht Kunst. Darf ich Schokolade? Ja, raus. Darf jetzt, komm. Cola? Ja, kannst du auch haben, raus jetzt. Darf ich ein Bier? Ja, jetzt raus jetzt hier. Oh, Scheiße. Sag mal nicht. Ja, bin erst gar nicht ein bisschen irritiert, dass sie das nicht so cool fand. Ich fand's mega cool, ja, so. Und ich würde den Song einfach gern noch einmal performen, nicht? Pass mal auf hier, Chenal Lache, oder wie du heißt, nicht? Greif mal richtig in deine Seiten rein, nicht? Und ich performe den Song nochmal ganz neu, nicht? Also Bibi und Tina, zwei coole Freundinnen, denen es richtig gut geht, nicht? Okay. Los, der Kreis ist heiß, los geht's. Viel Spaß, nicht? Ich sag nur, Hufe klappern. Nee, da war ich im Ton falsch. Lass mal laufen, das ganze Ding. So, los geht's. Hufe klappern, Pferde traben, springen überm Wassergraben, da. Über Stock und über Stein, wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina, sie jagen im Wind. Und sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Genau. Wir brauchen alle Freunde jetzt. Yeah. Klatsch mal in die Hände für ein paar richtig coole Freunde hier. Yeah. Sing nochmal. Los, weil sie Freunde sind. Da, weil sie Freunde. Oh yeah, weil sie Freunde sind. Na, ich weiß jetzt auch nicht, also ich find's gut, aber naja, Kinder, ne? Ja. Chenaya Lache. Ja. Mit meinem Namen hatte ich es nicht immer einfach gehabt. Früher, zu DDR-Zeiten, hatte ich die doppelte Staatsbürgerschaft. Da hieß ich Zhenia Yevgeni Gertovich Sabitova Lacha. Übrig geblieben sind Svenchna Laschna, Svenja, Senchna, Senta oder eben auch Chenaya. Und früher, ganz früher, in den 90ern, im Osten, in Berlin-Marzahn, hieß ich auch mal
Sven. Aber dazu vielleicht mehr in einem anderen Podcast. Das nächste Lied heißt Ewigkeit. Ich möchte etwas schreiben für die Ewigkeit. Einen Song, der für ewig bleibt. Doch leider gibt's davon so viele und ich bin weit davon entfernt, einer von vielen zu sein. Und ich bin weit davon entfernt, einer von vielen zu sein. Ich möchte was hinterlassen, auch für meine Kids und für alle die, die mich lieb haben und alle die, die mich nicht lieb haben, die sollen zur Strafe jeden Tag dieses Lied hören. Und alle die, die mich nicht lieb haben, die sollen zur Strafe jeden Tag dieses Lied hören. Plötzlich denkst du wie zum ersten Mal, dass das Leben irgendwo auch endlich ist. Und du fragst dich, was hab ich getan, dass wenn ich mal nicht mehr da bin. Ja? Hallo. Hey. Oh, sorry. Machst du gerade Kunst? Hast du mal kurz eine Stunde? Nee. Super, weil mir sind gerade bei Rossmann ein paar richtig gute Ideen eingefallen. Für deinen Podcast. Okay. Weißt du, so als Stoff zwischen den Songs? Naja, also deine Songs, die sind ja alle so ein bisschen so, ne? Du weißt ja, also die sind ja alle so ein bisschen so, ne? So ein bisschen so traurig, so ein bisschen so armer kleiner Junge aus dem Osten. Ja. Also da können die Leute mal zwischendrin mal so ein bisschen durchatmen. Mhm. Weißt du, erzähl doch mal diese Geschichte, wo du noch an einem Kammerspielen warst. Hä, ich war am Residenztheater. Ach, stimmt, ja, genau, sorry, Volkstheater. Also da, wo du Durchfall hattest. Weißt was? Doch, das ist doch mega witzig, wo du ins Kostüm gekackt hast. Aber das ist doch total peinlich, das kann ich doch nicht erzählen, sowas. Ja, gut, dann erzähl doch, wo du in Mannheim verhaftet wurdest, weil du nackt und hackedicht am Neckar entlang gerannt bist. Gott, ist das peinlich. Nein, ist doch witzig. Ja gut, dann erzähl halt, dass du vor jeder Premiere immer kotzen musst. Hä? Ja, und dass du immer weinst, wenn du ein schlechtes Drehbuch bekommst. Was? Das ist doch total niedlich. Nee. Das ist doch süß. Nee. Ja, komm, das wollen doch die Leute hören. Nee, wirklich nicht. Ja, gut, dann spiel doch dieses eine Lied. Dieses, ich trinke ab heute nur noch Tee. Weißt du? Das mit den zwei Akkorden. Das hat mindestens vier Akkorde, mindestens. Ja, genau. Also, das fand ich witzig. Sag mal, wann nimmst du den Podcast eigentlich auf? Ja, am Wochenende habe ich gedacht. Hä, da bin ich ja gar nicht da. Eben. Witzig. Naja, kannst ja dir mal alles durch den Kopf gehen lassen. Also, es gibt jetzt übrigens wieder Handseife. Mhm. Oh. Und Genia, ich habe gerade bei der Sparkasse Dr. Schröder getroffen. Okay, und? Ja, er hat gesagt... Ja, was ja, das war wichtig. Was hat er gesagt? Er muss ja was gesagt haben. Ja, was also, hat er denn gesagt? Na, was hat er gesagt? Was also, hat er denn... Ja, genau. Er wünscht uns ein schönes Wochenende. Okay, danke. Ja, und eine keimfreie Zeit. Und, das war's. Ja? Du sollst ihn ganz dringend anrufen. Was? Und noch eine ganz andere wichtige Sache, ja? Mhm. Wenn es heute Abend noch einmal was mit Zucchini gibt, dann schläfst du im Keller. Witzig. Nee. So, kannst du mal die nächste Viertelstunde mal ganz laut Kunst machen? Warum? Naja, weil ich, weil ich kacken muss. Mhm. Ja, und vergiss das mal nicht mit diesen Geschichten zwischendrin. Weißt du, so ein paar kleine Anekdötchen. Ist eh gerade alles so traurig, alles so Corona. Weißt du, wir wollen ja nicht, dass die Leute reihenweise Suizid begehen. Nee. Die brauchen mal so eine kleine Abwechslung zu diesem trauriger Junge aus Osten, allein in große, weite Welt. Mhm. Und spiel doch mal wirklich dieses lustige Lied da mit den zwei Akkorden. Denn wie hat Goethe schon gesagt, mal geht es rauf und mal geht es runter. Doch zwei Akkorde wirken Wunder. Das ist doch nicht von Goethe. Doch? Nee. Doch? Nein. Doch. Naja,
Ist ja auch egal. Bis später. Gut, dann also ein Lied, das erschreckenderweise in C-Dur beginnt und das 1, 2, 3, 4. Fünf Akkorde hat. Naja. Und es heißt Liberté. Ich trink ab heute Liberté. Ob schwarz oder grün oder Rooibos Vanille. Zwar hat der Tee keine Promille, doch vom Alk krieg ich Kopfweh. Zum Tee trinke ich meist USC. Apfel, Naturtrüb oder Orange. Doch auch diese Getränke drücken stark auf die Blase. Und das merke ich immer nachts, wenn ich aufstehe und zum Klo gehe und pisse. Gestern probierte ich dann Schokolade. Doch war das Problem dasselbe. Nachts stand ich wieder vor der Toilette. Doch schmerzte mir nicht die Blase. Nee. Nein, diesmal tat der Dickdarm weh. Und es schmerzte die Poperzi. Und wenn ich mir das so ansehe, bleib ich doch lieber bei Tee. Das ist so witzig. Wirklich. Aber übrigens, mir ist noch eine Sache eingefallen. Du musst den Leuten unbedingt sagen, dass du im Kostüm da sitzt. Weißt du? Ich meine, die können dich ja gar nicht sehen und du sitzt trotzdem in diesem komischen Kostüm vorm Mikro. Das ist so skurril und irgendwie auch gruselig. Jetzt erstmal ein kleines Teechen. Ah, ist ein guter Tee. Das ist ein guter Tee. Ich fürchte mich manchmal vor den Gedanken, die immer wiederkehren. Ich hätte gern, dass sie etwas leiser schrien, dass die blöden Nachbarn sie nicht hören. Ich wär so gern allein und rein mit meiner Seele. Und sie wär's, glaub ich, auch ganz gerne mal mit mir. Doch leider kann ich meinen Kopf nicht steuern. Schmeiß ihn über Bord und segel zu dir. Denn nur bei dir, bei dir, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Denn nur bei dir, bei dir, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Ich fürchte mich manchmal vor all den Menschen, vor all dem, was sie tun und wie sie schauen. Wie wäre es wohl, wenn sie diskret erblickten und alles, was sie täten, das wäre nur ein Traum. Wie wäre es wohl, wenn wir beide ganz allein wären im Paradies mit Apfelbaum und Co. Müsste ich meine Segel nicht mehr hissen, blieb ich einfach hier,
gekochte Apfelmus mit dir. Denn nur bei dir, my dear, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Denn nur bei dir, my dear, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Denn nur bei dir, my dear, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Denn nur bei dir, my dear, bin ich frei. Schieß mir den Kopf in den Himmel und lach noch dabei. Tja, das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich könnte stundenlang so weitermachen, aber man soll ja aufhören, wenn's am schlimmsten ist. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Bleibt gesund. Ganz liebe Grüße an euch da draußen. Drinnen. Mal im Ernst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dieses Podcast machen zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja noch mal eins. Euer Shenaya Lashe, a.k.a. Sven Schnalachna, a.k.a. Genia Lacha. Tschüss. So, ich sag ja immer, Lachen verlängert die Lebensdauer. Und ich glaube, ich lebe jetzt wieder mindestens 10 Minuten länger. Ihr hoffentlich auch. Und nicht nur Genia hat eine, sagen wir, schwierige Beziehung zu seinem Nachbarn von gegenüber. Auch ich bin gerade mit meinem persönlichen Ugly Naked Guy von der gegenüberliegenden Straßenseite konfrontiert. Habt ihr auch Nachbarn, die derzeit irgendwie eine skurrile Faszination auf euch ausüben? Wenn ihr mehr von Genia hören wollt, wir können euch viele Titel, die er eingelesen hat, wirklich nur ans Herz legen. Zum Beispiel Das eiserne Herz des Charlie Berg von Sebastian Stürz, der in einer späteren Folge auch zu hören sein wird. Hamann von Dirk Kurbjoweit ist ein historischer True-Crime-Roman, Babylon Berlin lässt grüßen. Für Couchsurfing in Russland von Stefan Ort war Genia ohnehin die Idealbesetzung. Den Thriller Ohne Spur von Halen Beck kann ich echt empfehlen, der ist richtig spannend. Und Gary Steingarts Roman Willkommen im Lake Success ist für all die, die an einem sehr unterhaltsamen amerikanischen Gesellschaftspanorama interessiert sind. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt richtig viel gelacht und konntet mal so richtig entspannen. Normalerweise würde es erst am Montag weitergehen, aber wir haben uns kurzfristig gedacht, dass es doch eigentlich nett wäre, wenn wir euch zu Ostern 2 vorgezogene Desperate Housewives-Folgen schenken würden. Wahrscheinlich können viele von euch über die Feiertage nicht zu ihren Familien, also kommen 3 unserer Gäste virtuell zu euch nach Hause. Morgen wird euch Eckhard von Hirschhausen den Ostersonntag aufhellen. Und am Montag sind dann Felix Zeltner und Christina Horsten, die Stadtnomaden aus New York City, für euch da. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Und trotz allem, frohe Ostern. Das war Desperate Housewives, der Podcast aus der kreativen Quarantäne. Ich bin Anna Kohler, die Idee stammt von Susa Willems und mir, um die Technik hat sich Tom Appel gekümmert, das Artwork kommt von Nora Piano. Produktion: der Hörverlag.